So, willkommen und willkommen zurück im Track Digital Workplace, der letzte Vortrag an diesem Abend, und zwar von Johannes Pfister von ThinkCamp. Der Vortragstitel lautet Una Vision Prototyping the Future. Der Johannes, er steigt als erfolgreicher Unternehmensberater aus und versucht, die Zukunft in Miniaturwelten zu simulieren. Ob das erfolgreich ist, wird er uns im Vortrag erzählen. Johannes, ich übergebe das Wort an dich. Ja, hallo und einen schönen Abend. Ob das funktioniert, das experimentieren wir jeden Tag. Also ich bin ursprünglich ein Berater, habe ein Master-Degree im strategischen Management, habe viele kleine Firmen mitgegründet. Und jetzt, wie ihr schon seht, nutzen wir auch Linchpin. Hier seht ihr mein Profil von unserer Linchpin-Seite. Das fangen wir mit unserem kleinen Team an, um hier auch über die Profile dann mehr über uns zu wissen. Ja, was ist Una Vision und was experimentieren wir hier für die Zukunft? Dieses Bild, diese Postkarte, die wir haben, zeigt eigentlich, was wir da machen wollen. Dass wir im ländlichen Raum in kleineren Gruppen von in der Zukunft hoffentlich 50 bis 100 Leuten ein Umfeld schaffen, wo wir so leben können und wollen und das selber auch so anpassen, wie es jeder von uns in der Zukunft wünscht. Und darüber möchte ich jetzt die nächste halbe Stunde sprechen. Was nutzen wir denn hier für Confluence und Linchpin? Einmal für die Teamarbeit selber. Also, dass wir die Profile in den Teams haben, hier auch Experten rausfinden als Wissensspeicher für das, was wir so erkennen und auch von anderen Gruppen lernen können. Dann für unsere gemeinnützige Genossenschaft auch die ganz alltäglichen Sachen wie die Buchhaltung, die Aufsichtsrats- und Vorstandsprotokolle und die Mitgliederinformationen. Und Trello nutzen wir auch neben Linchpin noch für die Arbeitsplanung, für die Aktivitäten, die wir machen. Ja, die öffentliche Seite ist eine Confluence-Seite, wo wir unsere Homepage aufgebaut haben. Hier sind dann auch die News und die Events drinnen, die natürlich auch von Linchpin sind. Da experimentieren wir noch, auch wie wir dann die Protokollierung dieser einzelnen Events machen bei den News. Und Confluence nutzen wir dann auch weiterhin als Art Wissensdatenbank und als Bereiche auch, wo wir für die tagtäglichen Informationen uns sammeln können, also wie die Events und das Dokumentenmanagement intern. Hier seht ihr auch, dass wir das Aura von Cybert Media hier eingeführt haben, was es sehr komfortabel macht, einen Überblick über die Seiten zu schaffen und auch eine Verlinkung darzustellen. Ja, jetzt zu unserem UnaVision-Projekt. Ich komme gleich darauf, wie das entstanden ist. Aber da geht es darum, um Lernen, Leben und Arbeiten in einer Gemeinschaft und das auch als Homeoffice. Wir leben alle zusammen in einem Zuhause, um das hier auch gemeinsam zu nutzen als ein Lernwerkzeug. Wie sieht es dann aus? Das heißt, wir nennen das Prototypen. Ich komme da gleich noch drauf, dass wir Prototypen leben, in Zukunft hoffentlich auch an mehreren Standorten, wo täglich ein Lernen stattfindet über das projektbasierte Arbeiten, was wir machen. Wenn ich auf unseren Standort erst gehe und wir sind da noch ziemlich am Anfang. Das physische Projekt läuft jetzt erst seit 2 Jahren. Sitzen wir ein ganzes Stück entfernt von Wiesbaden. Also wenn man mit dem Auto fährt, sind das ungefähr 700 Kilometer. Und dann sind wir am Ende der Welt, also zumindest am Ende von Deutschland und am Anfang von Polen.
wo wir in einer wunderschönen, flachen Landschaft an der Oder sitzen und die Welt bestaunen, aber hauptsächlich auch das Dorf, eingebettet in einem sehr traditionellen ostdeutschen Dorf, haben wir ein Grundstück gekauft von 3 Hektar im Moment, wo wir Landwirtschaft betreiben, aber auch mit Software arbeiten, mit Möbelherstellung uns beschäftigen und so weiter. Es sind 4 Gebäude da, ein Wohngebäude, was wir seit 2 Jahren renovieren. Wir haben im Moment jetzt so 12 Schlafzimmer renoviert. Wir haben einen ehemaligen Stall, der das Gemeinschaftshaus und das Büro wird, mit einer Küche drin. Wir haben eine Werkhalle und einige Gewächshäuser. In den Gewächshäusern waren wir jetzt schon in der Lage, über 50% unserer Lebensmittel zu produzieren in einem Permakulturumfeld. Permakultur heißt jetzt, dass wir eine sehr hohe Diversität haben. Wir haben 25 Sorten Tomaten, wir haben über 100 Sorten Gemüse und Kräuter in den letzten 2 Jahren hier angebaut und verspeist und fangen auch eine regionale Landwirtschaft, Austausch mit den Bauern in der Umgebung aus, dass wir dann Gemüse für Milch und oder Käse austauschen. Energiesystem ist im Aufbau, dass wir alternative Energien nutzen. In dem Fall ist jetzt vor 2 Monaten eine Solarthermieanlage installiert und seit einer Woche ist ein Biomeiler, der warmes Wasser liefert für die Heizung, in Betrieb. Und auf der rechten Seite seht ihr auch die Erdthermie. Die wollen wir, wenn es geht, vor Weihnachten auch noch in Betrieb nehmen, um im Gewächshaus eine Vorzucht dann für die Pflanzen zu erreichen. Aktivitäten, es laufen Workshops. Wir haben jetzt hier zum Beispiel ein deutsch-polnisches Kunstworkshop, dass die Teilnehmer waren hauptsächlich jüngere Leute aus den beiden Ländern, mit Naturgegenständen, mit Ästen, mit Stroh und so weiter Kunstwerke gebaut haben. Die obere rechte Gruppe hat zum Beispiel einen Lehmofen gebaut, aber sich selber gleich als Lehmmenschen beschmiert dann. Wie kam es zu diesem Projekt? Die Vorgeschichte ist eigentlich relativ lang. Das fing schon vor 18 Jahren an, dass wir Workshops über nachhaltige Entwicklung gemacht haben, noch im Beratungsumfeld, damals für Firmen auch, aber gesehen haben, dass eigentlich das jetzige Umfeld, in dem kapitalistischen Umfeld, dass die nachhaltige Entwicklung hier ein sehr großes Problem ist. Und nach 10 Jahren dieser Workshops kam eine kleinere Gruppe auf die Idee, lass uns doch mal viele, viele Menschen befragen. Wir sind dann im März 2013 zu Fuß an der Donau losgegangen, an der Donauquelle. Und diese Wanderung, die hat ein gutes Jahr gedauert. Wir sind durch 18 Länder gelaufen oder teilweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Kanus an der Donau entlang, ganz Osteuropa belaufen und haben jeden Menschen, den wir getroffen haben, und es waren über 2000 Leute, gefragt, was willst du wirklich, wirklich mit deinem Leben machen? Für dich, für die Gesellschaft, für die Natur. Und aus dieser Befragung heraus ist Unavision entstanden. Und dieser Aufbau, dieser erste physische Aufbau ist in Herzershof in Deutschland jetzt. Wir haben Prototypen vorher im Balkan gefahren und auch Workshops in mehreren Orten jetzt durchgeführt in anderen Ländern. Und hier geht es nicht nur darum, dass wir das im deutschen oder im europäischen Umfeld machen, sondern auch Gruppen aufbauen in anderen Ländern, um völlig andere Kulturbereiche mit einzubeziehen und auch zu lernen, was dort vielleicht noch in Ordnung ist oder wie dort ländliche Strukturen auch noch arbeiten. Also der Ursprung war eigentlich im Kosovo und in Mazedonien, in den Bergen dort, wo wir vor 7 Jahren ein erstes Lehmhaus gebaut haben und mit den Bauern kooperiert haben. Und das ging aber weiter, um hier ein Beispiel zu zeigen, mit einem Beduinenstamm in der Wüste in Sinai, die seit 1400 Jahren an der gleichen Stelle wohnen und ein Kloster bewachen eigentlich. Und die haben noch alte Beduinenstrukturen
Und wir hinterfragen dort auch das System, was können wir denn von diesen Strukturen lernen? Unser Projekt, da geht es um Lernen für die Zukunft, aber was gibt es in der Vergangenheit, was sehr nachhaltig war? Ein anderes Beispiel ist ein Dorf in 3000 Meter Höhe in Äthiopien. Und das war für mich, und ich war in den letzten Jahren weit über 50 Ländern, eigentlich der nachhaltigste Ort, wenn wir mal die Belastung auf die Natur sehen. In dieser Großgemeinde mit 10.000 Leuten haben wir kein einziges Stück Plastik, kein Auto, kein Strom, kein Wasser gefunden. Und auch bei der Befragung, und wir haben 26 Familien für 3 Monate dort begleitet mit 8 Studenten, herausgefunden, dass die alle glücklich sind. Und das war ein ganz interessantes Ergebnis, weil diese Personen, trotzdem sie eigentlich nichts haben, aus unserer Sicht auch keine Unzufriedenheit haben. Etwas, wo wir nach Corona hoffentlich bald anfangen können, ist auch eine Partnerschaft in Süditalien. Das ist eine mafiafreie Zone in Apulien, wo die Bürgermeister jetzt die Ländereien der Mafia an gemeinnützige Organisationen geben, um die für gemeinnützige Zwecke zu machen. Und der Bürgermeister hat uns hier schon einige Grundstücke für dieses Projekt versprochen, dass wir dort anfangen können. Prototypen von der Software, viele, die jetzt bei der Cyber-Konferenz dabei sind, denken hier ja eher an Software, sind für uns etwas bisschen anderes. Das ist Experimentieren mit unserem Leben, mit dem Leben, wo wir gemeinsam arbeiten, lernen und in einer Art Miniaturwelt eingebettet eben im ländlichen Raum auch das verändern können. Und das ist der Unterschied zu dem, was wir als Gesamtnation Deutschland oder Europa nicht so leicht machen können, dass wir unser Umfeld eben verändern. Und dafür machen wir wöchentliche und Reviews, wo wir schauen, was ist denn diese Woche passiert, was ist vorgefallen, das Gleiche auch auf dem Monat. Und so alle 2-3 Mal im Jahr gehen wir und verändern unsere Rahmenbedingungen für den nächsten Prototypen. Wir sind jetzt beim zweiten und planen jetzt die nächsten 2 Monate den dritten Prototypen für nächstes Jahr. Der wird dann auch so aussehen, diese Themenkreise, die erarbeiten in kleinen Gruppen jetzt mal, was heißt denn das Lernen, das transformative Lernen, wie gehen wir da vor, wie soll die Kommunikation passieren, wie können wir, und das ist ein großes Problem für uns, auch finanziell am Leben zu bleiben, eine ökonomische Nachhaltigkeit zu erhalten, wie können wir denn am Leben bleiben in einer ländlichen Region, die zu den ärmsten in Deutschland gehört und wo für die meisten Leute außenrum noch ein sehr hoher Selbstversorgungsgrad am Leben ist. Und was heißt überhaupt gesundes Leben? Das Ziel ist jetzt auch, dass parallel, und hier kommt das Lernen mit rein, eben Gruppen in anderen Ländern, dass wir unsere Probleme austauschen und von deren Problemen und Herausforderungen auch lernen. Und dass parallel diese Prototypen laufen, und da wird mehr und mehr auch die virtuelle Kommunikation wichtig werden, da das Reisen in diese Region nicht mehr so einfach ist. So ein typischer Wochenablauf ist, dass wir unser Leben in Arbeitskreise und Themenkreise aufgeteilt haben. Jeder, der hier teilnimmt, der soll 4 Stunden in einem Arbeitskreis täglich Arbeit reinbringen und die restliche Zeit für seine persönliche Entwicklung und für die Themen investieren, die ihn wirklich interessieren auch und wo er seine Zukunft aufbauen möchte. Das findet dann in diesen Themenkreisen, Morgengesprächen statt und den monatlichen Teal-Learning-Gesprächen. Eine Kernfrage bleibt hier immer noch diese Frage, was möchte ich, was möchtest du wirklich, wirklich mit deinem Leben machen? Und das wirklich, wirklich, diese doppelte Betonung ist da auch wichtig, dass wir nicht auf der Oberfläche bleiben, sondern auch tiefer in den Hintergrund dieser Fragen hineingehen, die Ursachen, warum wir heute nicht so zufrieden sind. Warum machen wir Dinge in unserem Leben, die wir eigentlich gar nicht wollen?
und gleichzeitig aber auch berücksichtigen, dass wir hier der Natur nicht schaden und für die Gesellschaft auch was tun. Die ganze Struktur ist aufgebaut nicht in einem demokratischen System, sondern in einem soziokratischen System. Und das bedeutet, dass wir in den Kreisen arbeiten und die Kreise haben Koordinatoren, die die Kreisaufgaben koordinieren und Delegierte, die auch den Kreis vertreten in dem sogenannten Koordinationskreis, der jetzt die wichtigen Entscheidungen fällt. Entscheidungen, wo es jetzt um den Geldverbrauch geht oder auch um bestimmte Regeln, die wir uns aufbauen. Also wir nennen das das Handbuch, aber das sind auch Dinge, die jetzt aus dem Alltag herausstehen. Wie gehen wir mit Drogen um? Wie gehen wir mit den Hausregeln um? Und so weiter. Dieser Koordinationskreis, der trifft sich einmal die Woche. Dort können dann die Mitglieder Entscheidungsvorlagen entstellen. Und wenn keine schwerwiegenden Bedenken da sind, dann wird das entschieden. Da gibt es auch so einen dokumentierten Entscheidungsfluss. Der ist mit einem Confluence Add-in Programm entstanden. IO, das kennt ihr vielleicht auch. Ja, und der transformative Lernprozess, das ist eigentlich der Kern unserer Forschung, der hier abläuft. Da geht erstmal, die Grundlage ist, was für eine Vision haben wir? Die Vision, und das wurde in vielen Fokusgruppen jetzt auch auf 4 Kontinenten mit hinterfragt. Und das war der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen konnten, ist baldiges gesundes Leben. Bei den vielen anderen Eckpunkten war eigentlich nicht mehr so eine Einigkeit da. Wie sieht denn ein gesundes Leben in der Zukunft aus? Wenn man Raucher fragt, naja, ich habe viele, viele gute Zigaretten, die Nichtraucher wollen keine Zigaretten. Also, und beim Essen fängt das auch so an, wir essen hier alle vegetarisch. Aber wenn man die Hardcore-Veganer ansieht, dann ist vegetarisch schon wie die Fleischfresser für die Vegetarier. Also es ist gar nicht so einfach, für das eigene Leben mit einer größeren Gruppe einen Konsens zu finden. Und aus diesen Bereichen, die in die Vision reingehen, da nehmen wir uns dann Schlüsselthemen raus, die wir kurzfristig verändern können. Also ein Thema zum Beispiel, was bedeutet das mit dem Essen? Und unser Ziel hier ist zum Beispiel kurzfristig auch einen höheren Selbstversorgungsgrad mit Gemüse zu erreichen, mit biologisch angebautem Gemüse. Und das wird auch Schritt für Schritt näher kommen. Auf der Systemebene arbeiten wir dann in 2 Systemen. Einmal das operative System, was hier dunkelgrün angezeigt ist. Das ist die tägliche Arbeit, wie wir uns treffen, wie wir die Konflikte ausbaden, aber dann monatlich oder bei den Treffen, die alle paar Monate stattfinden, dass wir aus dieser Systemebene aussteigen in eine Metaebene, um unser System von oben zu betrachten und sagen, was läuft denn hier überhaupt ab? Und die Fragen beim transformativen Lernen, und das bei der nächsten Grafik sehen wir das, im Englischen lernt man das auch, das T-Learning, das Triple Loop Learning. Wenn wir den ersten Loop, den ihr jetzt ganz rechts seht, den traditionellen Plan-Do-Study-Act-Zyklus, da geht es eigentlich darum, machen wir denn die Dinge, die wir so geplant haben, richtig? Also kommen bei der Software Fehler raus? Ist beim Gemüseanbau, haben wir den Samen nicht tief genug reingesteckt und so weiter? Auf der nächsthöheren Ebene des Lernprozesses hinterfragen wir dann das, machen wir denn überhaupt die richtigen Dinge? Ist es überhaupt richtig, jetzt hier das zu entwickeln oder das und das zu tun? Und hier stellt man schon fest, dass viele Dinge, die wir machen, vielleicht gar nicht die richtigen sind. Wir sehen das in der Politik auf einer Metaebene sehr stark, aber wir sehen auch bei vielen Unternehmen, dass dort Dinge gemacht werden, die gar nicht notwendig sind. Aber der eigentliche systemische Prozess fängt bei dem dritten Loop an, das ist das gesamte Bild dann hier, wo wir die Kernfrage stellen, was sind denn eigentlich die richtigen Dinge, die gemacht werden sollten? Und erkennen wir die überhaupt, wenn wir aus unseren Paradigmen herausstellen? Und da kommt ein ganz wichtiger Faktor rein, den wir eben
versuchen, systematisch zu entwickeln, mit Urvölkern auch in Kontakt zu treten. Sei es jetzt mit den Äthiopiern, mit mexikanischen Dörfern oder mit asiatischen Gruppen, die noch anders leben, als der normale westliche Standard das macht, weil die uns auch mit ganz anderen Augen betrachten und unsere Probleme auch mit ganz anderen Augen betrachten. Und da wird dann uns Westeuropäern auch erstmal klar, in welcher Blase wir leben. Und was hält uns denn davon ab, ganz anders zu denken? Und das hat Corona jetzt vielleicht auch als sehr positiven Faktor gebracht, dass wir viele Dinge anders hinterfragen können. Darum geht es jetzt bei diesem Triple Loop, bei dem transformativen Lernen über unser Leben. Ja, welche Herausforderungen haben wir? Und die sind ganz schön vielfältig. Einmal eine klare Kommunikation, was dieses Projekt überhaupt soll. Und wir haben dieses Jahr ein großes Problem gehabt, auch dass unsere Gruppe ist überschaubar. Wir waren durchschnittlich so 15 Leute, weil dass wir viele aus Berlin Corona-Flüchtlinge bekommen haben, die mehrere Monate hier geblieben sind, aber die eine völlig andere Einstellung hatten, als was wir mit dem Projekt wollten und die eigentlich einen schönen Landurlaub verbringen wollten und bei weitem nicht so die Arbeitsleistung erbracht haben, die notwendig ist, dass man am Überleben bleibt. Und daraus ist eine Gruppendynamik entstanden, die sehr extrem ist. Ich meine, ihr bei Cyberzeit jetzt diese 4 oder 8 Stunden zusammen, wir sind hier 24 Stunden am Tag zusammen und das über mehrere Monate. Und das fordert jeden Einzelnen heraus, darüber nachzudenken. Und das war schon bei der Ursprungslernreise, bei dem Wandergespräch, wo eine Gruppe von mehreren Dutzend Menschen teilweise über Monate zusammen waren und man sich dann sehr gut kennenlernt mit all den Schwächen und Stärken, die der Einzelne hat und die Konfliktbereiche, die darauf kommen. Die Finanzierung ist auch ein Problem. Das ist alles selbst getragen, was wir hier machen. Die Teilnehmer zahlen eine moderate Gebühr, aber wenig Leute können das über viele Monate oder mehrere Jahre machen. Im internationalen Umfeld die Korruption, also unser erstes Projekt in Kosovo und Mazedonien ging über staatliche Korruption und lokale, regionale Politiker sehr in die Hosen, weil wir da stark erpresst wurden, aber auch die Mentalitäts-, die Sprachprobleme im internationalen Bereich, gerade wenn wir dran denken, wie das in islamischen Gruppen, wir haben hier mit den Gruppen in Äthiopien, in Ägypten, in Georgien, auch orthodoxe und islamische Gruppen, die eine ganz andere Weltsicht teilweise haben, die aber auch sehr kritische Fragen stellen zu unserem Leben eben auch. Und das bereichert dann auch wiederum sehr stark. Ja, zusammenfassend nochmal, im Moment sind wir an einem Standort, den wir aufbauen und renovieren, der in dieser Ausbauphase, wenn er mal fertig ist, circa 30 Leute beherbergen kann. Wir suchen da sehr Sozialunternehmen oder junge Unternehmer auch, die sich in so einer ländlichen Region anziehen wollen, um neue Wirtschaftskreisläufe zu experimentieren, um viel stärker auch mit Komplementärwährungen Experimente zu fahren und auch Recycling und nachhaltige Entwicklung zu erleben. In den anderen Regionen wird das anders aussehen, aber hier auch diesen Lernprozess einzuleiten, wie können wir die Ergebnisse, diese Muster, die daraus entstehen, auch weitergeben, bei Firmen, bei Organisationen, in politischen Einheiten dann mit zu integrieren. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wer Lust hat, kann ja gerne mal ein paar Wochen herkommen und hier die Zukunft mitspielen. Ja, vielen Dank, Johannes, für deinen Vortrag. Es ist immer wieder spannend zu sehen, in welch unterschiedlichen Unternehmen und Organisationen unsere Produkte so genutzt werden, um da wirklich dann auch im Alltag Mehrwert zu stiften. Ich würde mal in die Runde fragen, in den Chat, ob es Fragen gibt, Anregungen, Ideen, dann stellt die gerne.
jetzt oder sicher auch im Nachhinein. Gibt es Fragen? Gruppe ist überschaubar. Ich fände es vielleicht spannend zu erfahren, du hast gesagt, ihr seid sozusagen an einem Standort und arbeitet dann aber trotzdem mit Confluence und Linchpin und tauscht euch dort aus, oder gibt es auch irgendwie noch externe Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die darauf Zugriff haben und die ihr sozusagen informiert, abholt? Ja, also wir haben einmal an dem Standort selber die Leute, die leben, da nutzen wir das hauptsächlich für die Dokumentation der Gespräche. Wir haben aber in den letzten 2 Jahren schon ein kleines Netzwerk in der Region aufgebaut mit lokalen Leuten, die hier teilweise am Hof mitarbeiten, also mal einen halben Tag pro Woche, dann einen Tag pro Woche. Und die binden wir jetzt in unsere Themenarbeit mit ein. Das heißt, wir haben auch Filmabende, Kulturabende. Wir haben ein Netzwerk aufgebaut, wo Confluence und Linchpin noch nicht so passend ist, wo wir einen regionalen Markt aufgebaut haben, der sich alle 2 Wochen trifft, aber im Vorfeld schon mal die Informationen, was die Anbieter anbieten können, elektronisch ausgetauscht wird. Man bestellt dann zum Beispiel sein Fleisch, seine Käsesachen und trifft sich aber für eine Party, wo das alles ausgetauscht wird. Einige machen schon bei einer Schenkökonomie mit, dass man sich gegenseitig die Sachen schenkt, die anderen verkaufen das halt. Aber wichtiger ist eigentlich, dass im internationalen Umfeld, dass wir monatlich Treffen mit diesen anderen Gruppen in im Moment 6, 7 anderen Ländern haben, die daran sind, auch so ein System aufzubauen. Also in Ägypten ist dieses Beduinendorf, da gibt es öfters Probleme mit dem Internet, weil der Internetzugang zu langsam ist, in Äthiopien auch. Aber in den Balkanländern und in Palästina, Libanon läuft es sehr gut, die haben sehr gutes Internet und die nutzen auch jetzt die Confluence-Seiten, die wir für die Dokumentation nehmen. Okay. Also da ist das für die Zukunft ein sehr wichtiges Werkzeug, dass das auch auf einer Plattform dann das anbietet. Wir wissen noch nicht genau, wie wir jetzt umgehen werden mit der ganzen Änderung für die Cloud-Version bei Confluence, wie auch Linchpin das in Zukunft realisieren wird. Bin sehr gespannt und auch freudig, dass das sehr bald passiert. Ja, wir auch. Danke dir auf jeden Fall für den Einblick in euer Projekt und auch in den Einblick in euer System. Und genau, so falls es sonst noch Fragen gibt von den Zuschauern. Gerne per E-Mail oder so an mich. Genau. Gut. Ja, vielen Dank fürs Moderieren und Alisa, bis bald dann. Ja, gerne. Vielen Dank dir für den Vortrag. Und allen anderen auch noch einen schönen Abschluss des heutigen Tags. Ja. Tschüss. Tschüss.